Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal und zwar zu Gravity Heroes. Wir haben hier einen schönen 2D-Plattform-Shooter im schönen Pixel-Stil. Am 19. Februar erschienen, Publisher ist P-Cube Unlimited und Studica Solution und Electric Monkeys sind die Entwickler. Ich habe mich dazu entschieden, die Dialoge hier nicht vorzulesen, weil sie doch teilweise sehr, sehr lang sind und meine englische Aussprache nicht unbedingt auf einem sehr guten Level. Von daher lasse ich sie kurz eingeblendet. Wer möchte, kann natürlich gerne auf Pause drücken und sich das Ganze durchlesen. Ich hatte die Folge gestern schon mal hochgeladen, hier die erste. Habe aber leider im Nachhinein erst gemerkt, dass der Spielsound viel zu laut ist und man mich kaum versteht. Deswegen jetzt nochmal neu. Wir hatten aber in der ersten Folge auch den Boss nicht geschafft, weil der hat es wirklich in sich. Werdet ihr dann gleich sehen. Deswegen jetzt nochmal komplett in neu. Mit ordentlichem Sound. Verfügbar ist das Spiel für PlayStation, Xbox, die Switch und den PC. Ich selber spiele es jetzt hier gerade auf dem PC. Wir können mit der rechten Maustaste sozusagen die Gravitation verändern. Wir müssen dazu noch in die Richtung drücken. Und somit ergibt sich hier ein Movement im Spiel, das man tatsächlich erstmal lernen muss. Ich habe ein bisschen gebraucht am Anfang, es ist tatsächlich sehr gewöhnungsbedürftig, aber wenn man dann einmal so ein bisschen den Dreh raus hat, und ich wiederhole nochmal, ein bisschen habe ich das bereits, aber noch längst nicht mega geil, dann macht es tatsächlich sehr, sehr viel Spaß. Ich hoffe mal, dass der Sound jetzt passt. Der kleine Typ hier unten, das ist unser Kumpel, der bringt uns immer Items, die wir auch ganz dringend benötigen. Ich habe ihn mal am Anfang immer abgeschossen, wird wahrscheinlich vielen so gegangen sein. Aber naja, er nimmt uns zum Glück nicht übel. Man kann es bis zu 4 Spieler spielen, soweit wie ich es jetzt verstanden habe. Ich denke online mit ein paar Kumpels hier unterwegs, die alle um sich herum ballern. Macht das bestimmt auch nochmal eine ganze Menge Spaß. Was haben wir hier oben Schönes? Eine Shotgun, die nehmen wir natürlich mit. Und gucken mal, wie weit wir kommen. Wie gesagt, den Boss habe ich noch nicht geschafft. Der hat es echt in sich. Gerade dafür, dass es der erste Boss ist. Müssen wir mal gucken, was wir da am besten noch machen. Ich mag diese 2D-Spiele einfach. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber das Huntdown-Let's Play hat mir schon mega viel Spaß gemacht. Generell auch diesen Grafikstil. Da wird es einfach schon wieder ein bisschen retro und das gefällt mir. Die ersten Level sind an sich nicht schwer, bis auf den Bosskampf dann, habe ich ja schon erwähnt. Hier unten haben wir Leben, das nehmen wir natürlich mit. Eine Granate haben wir auch noch mit Q und, nur mit Q, Entschuldigung, könnt ihr die Items auswählen. Nutzt die auf jeden Fall auch, mit der Taste F könnt ihr sie dann benutzen. Weil in jeder Stage sind die Items dann wieder weg, also es bringt nichts, sich irgendwas aufheben zu wollen. Den Fehler habe ich nämlich gemacht. Es ist halt tatsächlich sehr kompliziert teilweise, was das Movement angeht. Aber ich bin zuversichtlich, dass das auf jeden Fall noch besser wird. Komm her. Ich glaube, wenn man das so richtig perfektioniert, dann kann man hier richtig cool durch die Gegend schweben. Zum Glück hat er uns nicht getroffen. Dauerfeuer drauf. Was haben wir hier Schönes? Oh, die ist cool. Da kann man schön mit gedrückter Maustaste durchgehend schießen. Ihr seht's. So richtig geil funktionieren tut's noch nicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Hätten wir wahrscheinlich geschafft, aber ich bin lieber auf Nummer sicher gegangen. Ihn treffen wir jetzt mit der Waffe nicht. Das ist ein bisschen doof. Rüstung haben wir hier noch. Nehmen wir natürlich auch mit. Echt Wahnsinn, hier in der ersten Stage, die eigentlich noch relativ Pillepalle ist, wird man zugeschüttet mit Items. Und wenn man dann gegen den Endgegner kämpft, der einen wirklich wahnsinnig werden lässt, da kriegen wir kaum was. El Tostador sind wir übrigens. Man kann sich verschiedene Charaktere auswählen. Ich habe mir El Tostador ausgewählt, weil ich einfach kurz davor einen Toast gegessen habe. Denn ich nehme meistens früh auf. Und wir haben es schon geschafft in 4 Minuten 1. Keine Tode.
und so weiter. Das sieht doch sehr, sehr geil aus. Stage 2. Mal hier unten eine kleine Ratte oder eine Maus eher mit den Ohren. Die soll sich schnell verkrümeln, nicht dass wir die aus Versehen noch abschießen. Das Teil hier oben ist an sich eigentlich easy. Ist halt nur, wenn man einmal durch den Laser schwebt. Aber man muss ihn auch nicht unbedingt töten. Und so nervig finde ich ihn jetzt gar nicht, dass wir uns unbedingt darum kümmern müssen. Ah, der hat aber schnell geschossen. Halt schade, dass man nicht nach oben schießen kann. Man muss halt wirklich immer seine Richtung anpassen. Aber ich glaube, das macht halt das Spiel auch einfach aus. Sonst wäre es wahrscheinlich zu einfach. Ihr seht jetzt Stage 2, wir haben keine Items mehr. Deswegen immer schön alles rausfeuern, was euch das Spiel gibt. Und da haben wir ihn. Haben jetzt doch mal geholt. 10 Sekunden bis zur nächsten Welle. Hier oben haben wir noch ein bisschen Leben, die Granaten. Da muss man ein bisschen gucken, wenn er die werft. Die Taste fürs Werfen, ich kenne es jetzt natürlich nur auf dem PC, ist F. Und die muss man etwas länger gedrückt halten, dann sieht man so einen Bogen. Ich zeig's euch mal, wo die hinfliegt. Aber auch damit heißt das noch längst nicht, dass man getroffen hat. Wie man an dem Beispiel hier gerade schön erkennen konnte. Ja, geh weg. Knapp 9 Euro kostet das Spiel aktuell auf Steam. Es gibt auch eine gratis Demo zum Runterladen. Wer sich das erstmal anschauen möchte, bevor er sein hart verdientes Geld dafür ausgibt. Jetzt haben wir gerade die Flummi-Kanone. Ich nenne sie zumindest so. Die ist mega cool. Bin mir nicht ganz sicher, ob die Schüsse mit der Zeit einfach aufhören. Ja, hören auch mit der Zeit einfach auf. Ich habe gerade mal einen verfolgt. Aber damit hat man natürlich mächtig die Chance, ordentlich viele Gegner zu treffen. So, hier haben wir nochmal Leben. Auch mal zwar eigentlich, glaube ich, nicht. Bin mir nicht ganz sicher, was das orangefarbene ist. Das blaue ist auf. Also, ich glaube, das blaue ist erstmal die Rüstung. Sobald die runtergeschossen ist, kommt dann das grüne hervor, was unser normales Leben ist. Ah, das orangefarbene ist die Munition. Jetzt sehe ich es gerade. Konnte mich in der ersten Folge, wo ich die aufgenommen habe, nicht darauf konzentrieren. Da musste ich erstmal mit dem Movement klarkommen. Aber dafür kriegen wir es jetzt halt alles raus. Und somit wird das doch sogar eine schönere erste Folge, als die, die ich schon hochgeladen habe. Dann haben wir gleich mal alle Folgen geklärt. Wer sich das Video nämlich auch anguckt, um sich einen kleinen Eindruck vom Spiel zu machen. Oder sich ein paar Tipps zu holen. Da ist das definitiv mehr wert, als die erste, die ich aufgenommen habe. So, Shotgun. Nee, doch nicht Shotgun. Laserwaffe. Der sich da oben jetzt wiederbelebt. Der komische Laser, weil der so blinkt. Jo, gibt's ja nicht. Beinerei. Ah, dann würde ich sagen, wir lassen den einfach leben. Also wenn der sich die ganze Zeit wiederbelebt, dann ist das verschwendete Zeit. Nein, dreh dich rum. Attacke. Na komm. Und da haben wir ihn. Ich kriegen wir auch noch hier. Ich hoffe mal, dass es jetzt mit den Soundeinstellungen alles passt. Ich habe jetzt einfach ein bisschen runtergeschraubt. Das Problem ist immer mit dem Headset, was ich aufhabe zum Zocken und zum Aufnehmen natürlich. Da klingt das immer alles super. Wenn ich es dann aber erstmal auf YouTube hochgeladen habe und mir das mit dem Handy anhöre, dann ist teilweise halt Spielsound viel zu laut oder viel zu leise. Deswegen ist das vorher immer ein bisschen schwer einzuschätzen. In der Probeaufnahme klang es nämlich alles sehr gut. Und dann auf einmal nicht mehr. Aber okay, mit einem Tag Verspätung starten wir dann. Ist natürlich auch kein Hals- und Beinbruch. So, ich glaube, das sind die letzten hier. Ja, du kannst ruhig auf mich ballern, ist mir egal. Nee, noch nicht. Fällt auch auf, dass ich unbedingt mehr Items einsetzen muss.
explodiere. Jawohl. Die hat mal richtig gut funktioniert. Also wenn der erste Boss schon so heftig ist, ihr werdet es gleich sehen. Dann bin ich mir relativ sicher, dass mir das Spiel sehr viel Nerven rauben wird. Wir lassen uns jetzt einfach hier mal ein bisschen Schaden zufügen, weil Items haben wir genug. Umso schneller sind wir beim ersten Boss. Und den wollt ihr doch alle sehen, gebt's zu. Los. Und da haben wir's. Ich glaube, wir haben die Stage geschafft. Jawohl. Und wieder ohne Tode, aber bis hierher ist es auch tatsächlich noch nicht schwierig. Die Schwierigkeit kommt erst jetzt. Seid gespannt. Kurz zur Info, ich habe hier einen Schnitt gesetzt aus dem einfachen Grund, dass ich jetzt schon dreimal gegen den Guten gestorben bin. Der hat es halt echt in sich. Ich habe mich dazu entschieden, wenn ich ein-, zweimal sterbe, lasse ich es drin. Das ist noch okay. Wenn es aber mehr wird, dann werde ich es definitiv rausschneiden. Einerseits sollen die Folgen keine 50 Minuten gehen. Und andererseits möchte sich das auch niemand anschauen, wie ich fünfmal hintereinander sterbe. So langweilig soll es dann doch nicht werden. Ich werde euch aber immer informieren, wenn ich es mache. Damit ihr Bescheid wisst. Mit diesen Kullern hier, die er schießt, das ist halt einfach wirklich der Tod. Ich habe zwar langsam so ein bisschen den Dreh raus, wie wir den Dingern ausweichen. Aber es ist auch immer ein ganz schönes Glücksspiel, was für Items unser Kumpel uns vorbeibringt. Wenn er die richtigen bringt, dann ist es auf jeden Fall machbar. Aber wenn er natürlich dreimal hintereinander Schluss bringt, dann ist das alles nicht so geil. So, das ist eine Wiederbelebungskapsel. Die ist cool, die habe ich nämlich gerade im Versuch davor nicht bekommen. Nein! Das heißt, wir können einmal sterben, werden wiederbelebt. Das ist Gold wert. Wenn nicht sogar das beste Item, was ich mir gerade vorstellen kann gegen den Gegner. Ach Mist, aber eine ist noch okay. Man darf die Dinger halt echt nicht abkriegen, bevor die sich gespalten haben. Dann hat man gar keine Chance, weil das so viel Leben abzieht. Und ansonsten halt immer hier so ein bisschen hin und her schweben, wie ich das gerade... Ich darf nicht so viel quatschen. Aber es hat doch ganz gut geklappt. Und nochmal. Das entscheidet er irgendwie auch random, wann er das macht und wann nicht. Er hat nämlich auch noch andere Moves drauf. Weiß nicht, ob ich vielleicht wirklich einfach mit der falschen Taktik rangehe. Gott. Geht weg. Geht weg. Nein. Man ihn irgendwie dazu bringen kann, dass er diesen Move weniger macht, indem man näher an ihm dran ist oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es da viele einfache Möglichkeiten, ihm zu schaden. Aber jetzt geht es ja erstmal Dauerfeuer drauf und weg. Jetzt kommt er angerannt. Hier unten haben wir Leben. Auch mal ganz dringend. Sehr gut. Bin zuversichtlich, dass wir das diesmal schaffen könnten. Ah, das bin ich bei jedem Versuch. Attacke. Oh, jetzt hat er sein Schutzschild abgegeben. Das ist eigentlich ganz geil. Aber teilweise ist es auch im Weg, wenn er dann in der Mitte vom Bildschirm rumschwebt. Man den treffen will. Und jetzt kommt wieder der Move. Geh weg. Ja, alles kein Problem. Gib mir ein geiles Item bitte. Eine Rüstung wäre mega cool. Weiß nicht, was er macht. Was haben wir? Ne, wir haben bloß eine Waffe bekommen. Was ist denn das? Ah, die ist cool. Ja, okay. Shotgun finde ich irgendwie nicht so geil gegen den Gegner, weil ich da doch lieber ein bisschen auf Abstand gehe. Ach, shit. So geht's. Und Dauerfeuer drauf. Hälfte haben wir schon. Jawohl. Er nimmt Anlauf. Schaffen wir noch? Schaffen wir noch? Hui. Ah, eine Sekunde länger wäre noch gegangen. Im Moment immer ausnutzen, nicht abnutzen. Weil er dann paralysiert ist. Wir haben nochmal Leben. Hauen wir uns direkt rein. Item-technisch gerade sehr freundlich. Ich weiß nicht, ob das Spiel
das so ein bisschen danach beurteilt, ob man schon ein paar Mal gestorben ist, um es einem einfacher zu machen. Kann ich jetzt nicht genau sagen. Und wieder runter. Und Dauerfeuer. Los. Ja, du kannst so viel Kumpels holen wie... Ey, jetzt haben wir zwei Kumpels. Natürlich cool. Dauerfeuer drauf. Was gibt er uns? Was gibt er uns? Gibt was Cooles? Ich glaube, das ist die Shotgun, oder? Ja, da zweimal hintereinander, natürlich. Gibt mir halt einfach gar keinen Platz mehr, um hier irgendwie auszuweichen. Und eine Rüstung. Geil. Danke. Ja, es ist die Shotgun, die finde ich halt... Ah, Laser. Shit. Finde ich eigentlich sehr unpraktisch gegen ihn. Aber Schaden macht sie natürlich ordentlich. Und nochmal hinter ihnen, los. Komm, haut ab, ihr komischen Dinger. Nein, geh weg. Und Dauerfeuer, los, 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 wir könnten es schaffen. So nah war ich, glaube ich, noch nie dran. Nein, 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 nein. Nein. Oh Gott, wir kriegen gerade so viel Hit. Los, Feuer drauf. Feuer drauf. Scheiß drauf. Wir haben es geschafft. Jawohl, ich fasse es nicht. Das war auf jeden Fall eine schwere Geburt. Ah, ich bin erleichtert. Aber wenn das der erste Boss ist im Game, dann will ich gar nicht wissen, was hier alles noch auf uns zukommt. Den hätte man etwas einfacher machen können. Sieht vielleicht gar nicht so schwer aus, aber spielt's erstmal selber. Dann merkt ihr, das ist gar nicht mal so geil. Also es ist schon geil, das Spiel, aber es ist nicht so geil, den Typen zu besiegen. Aber El Tostador hat's natürlich gemacht. Und ich freue mich, dass wir die erste Folge hier vom Let's Play jetzt erfolgreich abschließen konnten. 18 Uhr wird sie dann, wie gesagt, online gehen. Und dann täglich eine neue Folge. Wir haben was bekommen. Was es genau war, weiß ich jetzt nicht. Ich habe es mir nicht so schnell durchgelesen, aber ich glaube, so entscheidend wird es nicht sein. 6 Minuten 42. Ich glaube, er zählt nur die Zeit, die wir nach dem Tod gebraucht haben. Weil ansonsten wäre das definitiv länger gewesen. Ja, wir haben es geschafft. Ich freue mich sehr. Danke euch fürs Zuschauen. Bis morgen 18 Uhr. Macht's gut.